Dieter Thomas Hecks Familie streitet um sein Millionenerbe. Nach dem Tod von Ranhild Heck ist der Familienstreit neu entfacht. Die Ehefrau von Dieter Thomas Heck, römisches Kreuz 80, ist 5 Jahre nach dem Tod des Entertainers vor wenigen Tagen nun auch verstorben. Die beiden hatten eine gemeinsame Tochter, aus erster Ehe hatte Dieter Thomas noch 2 weitere Söhne. Doch in der Familie tobt schon länger ein bitterer Streit um das Erbe des Moderators. Als Dieter 2018 verstarb, erbte seine Ehefrau allein sein Millionenerbe und seine Villa in Spanien, wie Bild berichtet. Damit war sein Sohn Kim bereits damals gar nicht zufrieden. Er versucht seitdem, seinen Pflichtteil vom Vermögen des Erfinders der Hitparade einzuklagen. Es ist richtig, dass ich mich anwaltlich um meinen Pflichtteil bemühe, der mir nach dem Tod meines Vaters zusteht, erklärte er. In Ranhilds eigenem Testament konnte sie das Vermögen ihres Mannes nun neu aufteilen. Doch auch das wird Kim vermutlich nichts helfen. Das Verhältnis zwischen ihm und seiner Stiefmutter war nämlich alles andere als gut. Stattdessen war sie eng mit ihrer leiblichen Tochter Saskia verbunden. Scheint so, als gehe der Streit unter den Geschwistern damit in eine neue Runde.